Es ist Freitag und das heißt Wettangeln am Belaya. Heißt also, ich mache mich schon mal hier an den Spot oder an die verschiedenen Spots und teste, welche Köder gerade gut funktionieren. Also rennen wir mal los und fangen einfach mal oben im Norden an und gehen dann Stück für Stück in Richtung Süden und testen so 2, 3, 4 verschiedene Spots und die dementsprechenden Köder. Mit was testen wir das Ganze? Natürlich mit dem Belaya Setup. So, da ist das Setup. Da ist es die Sibiria Linea S68 ML in der mittlerweile gepimpten Version. Die alten Videos hatten immer noch die alte Version sozusagen der Route. Das, was sich verändert hat, was aber gar nicht so essentiell ist, ist die Tragfähigkeit. Das ist sehr, sehr nice, dass sie höher geworden ist. Bedeutet weniger Verschleiß. Wir nutzen wahrscheinlich die Route hier gerade am Belaya nie so ganz aus, weil wir ja relativ fein unterwegs sind. Ich bin jetzt hier gerade mit 5,5 Kilo Vorfach unterwegs. Ich sehe gerade, meine Schnur ist sogar kilomäßig drunter. Sonst bin ich auch gerne unterwegs hier mit dem 4,1 Kilo Vorfach. Also wirklich sehr schön dünn. Ich bleibe jetzt erstmal auf 5,5. Und wir nehmen auch hier erstmal nur die Dragon. Reicht komplett als Rolle. Also so viel wahnsinnig dicke Bremskraft brauchen wir hier auch nicht, denn hier geht ja gar nicht so viel rein. So, es hat sich ein bisschen was vom Feeling geändert. Dadurch, dass die Route neu ist oder neue Tragfähigkeit hat, wirkt es manchmal etwas anders hier beim Spinning im Vergleich zu vorher. Das heißt, man muss vielleicht ein bisschen andere Geschwindigkeiten wählen und experimentieren wieder, was funktioniert. Ich hatte auch mal mit verschiedenen Schnüren rumexperimentiert, auch mal komplett die Invisible Mono Schnur mal verwendet mit 5,5 Kilo. Auch das kann man machen, auch wenn es halt nur 110 Meter sind, glaube ich, auf der Spule. Aber auch das ist halt möglich. Na, guck mal an hier. Das geht auch schon direkt ganz gut los. Ich hatte diesen Köder, den Vibra-Köder, hatte ich jetzt vor ein paar Tagen schon mal getestet. Und er scheint tatsächlich wieder ganz gut zu gehen oder immer noch. Das heißt also, ich sehe mich schon am Freitagabend, wenn es dann wieder heißt Belaya Wettangeln. Ich sehe mich auf jeden Fall schon mal mit diesem Köder hier stehen. Der ist doch schon mal safe. Jetzt ist natürlich die Frage, was geht da rein? Döbel, Rapfen, Bafo oder dann doch die Esche? Wahrscheinlich ein Döbel. Ja, ich habe da so rote Flossen noch gesehen. Der erste war auch schon gerade ein Döbel. Zack, 1,7er Döbel. Das schmeckt doch schon. Das wäre schon mal ein guter Start. 1,7, so in Richtung 1,5 bis 2 Kilo. Damit wäre ich dann schon mal zufrieden mit dem Döbel und würde dann wechseln. Und dann kann man natürlich oder bestens natürlich auch erstmal gucken in die wöchentlichen Rekorde. Einstellen, wie gesagt, hier auf wöchentlich. Und wenn man dann schaut hier nach Esche, hat man zumindest schon mal einen Fisch, den es eben nur hier gibt. Und dementsprechend sieht man, welche Köder hier gerade verwendet werden, die auch erfolgreich sind, die Popper und zum Beispiel der Spiker. Das heißt, wir fangen mal an jetzt hier mit diesem Spiker, Spiker 18, werfen die an die gleiche Stelle und auch den ziehen wir jetzt erstmal locker durch. Die Spiker kann man immer gerne ein bisschen schneller durchziehen, funktionieren da auch immer ganz gut mit oder auch mal mit Stop and Go. Da muss man einfach ein bisschen probieren, ein bisschen experimentieren. Spinning an sich sowieso absolut, ja, experimentierfreudig sollte man da sein. Viel ausprobieren, nicht nur verschiedene Köder zu den verschiedenen Uhrzeiten und Temperaturen, sondern dann eben auch verschiedene oder in einer Führungsmethode, die vielleicht auch nochmal so ein bisschen abwandeln. Also wie gesagt, hier mit diesem Stop and Go oder dass man dann auswirft und dann einfach reinkurbelt und dann nach 5, 6 Mal kurbeln
Oh, da war schon der Biss. Dann einfach mal Shift drücken. Dann kommt nämlich hier unten schnelles Einkurbeln. Das hilft dann auch. So. Und dann geht der nächste. Wen haben wir jetzt hier? Anderer Köder. Ist, glaube ich, die Bar vor. Jawohl. Sieht man schon ganz gut. Sehr schön. Das ist doch ein gutes Ergebnis. 700. Ich glaube, wir haben gerade Kaffeeaufträge drin. 2x 500 Barfo, schnell wieder auswerfen. Wir wollen direkt noch eine. 2x 500 Gramm Bachforelle und 2x 800 Gramm Esche. Jetzt machen wir mal schnell. Dann kommt hier dieses schnelle Einkurbeln. Zack, wieder aufhören. Das geht so nach 5-6 Sekunden, ist das dann automatisch wieder weg. Und dann kann man wieder schnell machen. Und dann hört man einfach wieder auf. Aber das kann halt zusätzlich triggern. Das mache ich eigentlich eher, wenn ich grundsätzlich eher so ein bisschen langsamer unterwegs bin. Vielleicht so mit der 17 oder sowas. So, hoppala. Und dann also eher langsam durchziehen und dann zwischendurch halt mal Speed geben. Ne? Das heißt, man zieht erstmal so locker flockig durch. Und dann irgendwann, zack, nochmal Speed. Doppelte Geschwindigkeit. Dann wieder locker. Einfach so. So dann versuchen, die Fische zu triggern, dass man da nochmal einen zusätzlichen Anreiz schafft. Grundsätzlich ist das Angeln hier natürlich immer wichtig, dass man hier versucht, mit Fluorocarbon ranzugehen. Also sehr, sehr schön transparent, weil das hier ein sehr klares Gewässer ist. Dann kommt dazu, dass man gerne auch solche Puschelhaken verwendet, denn die Fische hier an dem Gewässer mögen quasi nochmal zusätzlich optische Reize. Heißt also, wenn man hier unterwegs ist mit dem Spinner, dann eben hier nochmal diese puscheligen Haken gerne dran machen, damit das hier auch lübt. Hakengrößen, original ist ja hier auf diesem, glaube ich, einen 8er Haken drauf. Man kann, ich habe jetzt hier gerade einen 4er drauf, einen 6er Haken, einen 4er Haken ist, glaube ich, noch alles voll okay. Deutlich größer würde ich, glaube ich, nicht gehen. Dann geht die Frequenz drastisch runter. Und ja, es werden, also man hat natürlich schon eher nochmal eine Chance auf einen dickeren Brocken. Aber man verliert auch wirklich viele Fische sozusagen. Und das ist dann doch ein bisschen schade. Also da doch noch lieber eins am anderen hier mitnehmen. Und zwischendurch dann auch nochmal die Chance haben auf was Größeres. Das wird schon irgendwann gehen. Jetzt werfe ich mal auf die andere Seite hier von dem Stein. Wir haben ja hier einmal diesen großen Brocken, den Felsbrocken im Wasser. Einmal im Norden und einmal im Süden gibt es so einen Felsbrocken. Und dann kann man einmal sich so ein bisschen orientieren. Links daneben werfen, rechts daneben werfen. Das mache ich meistens so. Und dann gibt es da oben an der Spitze, da gibt es auch nochmal eine Stelle, wo man dann aber auch in Richtung von dem Stein wirft. Dann hat man eigentlich hier einmal das Ganze durch. Und was eben auch wichtig ist, Köder testen, das heißt Farben testen. Ausprobieren, funktioniert die Farbe. Solange das liefert, ist es gut. Dann kann man halt noch ein bisschen was variieren oder ein bisschen was ändern. Oder man nimmt eine ähnliche Farbe auf einem anderen Köder. Wenn dann irgendwann nichts liefert, zwei Würfe machen, drei Würfe maximal und dann sofort wieder ändern. Man hat halt nicht so viel Zeit, ne? Gerade in einem Turnier muss man eben zusehen, dass man am besten kontinuierlich einen Fisch dran bekommt oder die Chance hat auf schöne große Brocken. Und wenn dann hier, wenn man jetzt quasi so wie jetzt hier steht, man zieht durch und es geht einfach gar nicht dran, heißt es halt sofort wieder den Köder ändern und vielleicht einfach mal andere Farben nehmen. Gucken wir mal also durch. Wir hatten jetzt so ein Gelb-Grün. Vielleicht nimmt man mal hier den Hornet. Etwas andere Form vom Köder. Vielleicht liefert der ja lieber. Auch in Grün. Vielleicht fangen wir da auch mal ein bisschen langsamer an. Und dann wird locker durchgezogen. Und dann nochmal vielleicht so wieder mit Speed hier schnelles Einkurbeln. Also da ist es einfach wieder rumprobieren, ausprobieren. Die Rekorde sind natürlich immer wieder ein schöner Hinweis, dass was funktioniert. Man kann sich aber auch immer schön davon irritieren lassen, denn solche Rekorde, ja, prophezeien sich quasi selbst. Das heißt, sobald mal ein großer Fisch damit gefangen wurde, sieht irgendjemand oder sehen alle das und alle versuchen es dann mit dem Köder. Und natürlich werden dann mit diesem Köder auch weitere Fische gefangen irgendwann.
Und schon sieht man in den Rekorden immer nur noch den einen Köder. Das Phänomen zieht sich halt quer durchs gesamte Game. Die Rekorde, ja, sind immer mal wieder ganz interessant, aber nicht so darauf versteifen. Rumprobieren. Guck mal hier, da geht auf einmal die Esche mit drauf. Das ist doch nett. Das ist doch nett und genau auch richtig in Kaffeeauftragsgröße mit 800 Gramm. Perfekt, jetzt bräuchte ich davon noch eine zweite, dann hätten wir damit schon mal einen Auftrag abgeschlossen. Ich ziehe nochmal locker durch, gleich nochmal auf Speed ein bisschen und dann wieder locker durchziehen. Grundsätzlich kann man so ein bisschen variieren, das heißt ja immer so bei Sonnenschein und klarem Wetter, dass man eben auch eher natürliche Farben verwendet. Und dass man dann diese grellen und aggressiven Farben vielleicht auch eher nachts verwendet oder in den Abendstunden und bei schlechtem Wetter. Nachts kann man auch mal ruhig mit einem schwarzen Köder es probieren. Auch das hat mal immer wieder ganz gut funktioniert. Und bei den Bachforellen haben tendenziell so goldene immer ganz gut funktioniert. Ich guck mal gerade, man könnte natürlich jetzt hier auch den Spiker einfach mal nehmen. Da sind auch schon die Puschelhaken drauf. Also auch das einfach mal probieren und natürlich dann das Ganze immer wieder an den gleichen Spots probieren. Zack. Wenn man noch nicht so viel Kohle hat, dann auf jeden Fall die günstigen Spinner sich einfach gönnen. Da muss man jetzt auch nicht hier mit so einem Spiker dran gehen, sondern dann einfach günstig da reingehen. Das heißt sowas wie die Dragonfly Bell. Da ist die ganze Serie, kostet ungefähr um die 5-6 Silber so ein Köder. Und nehmen wir mal hier gerade mal den goldenen, zack, vom Wurfgewicht sensationell, beziehungsweise ja, die wiegen 6,5 Gramm ungefähr, wenn man da noch einen guten Puschelhaken noch drauf macht. Und die sind halt vom Wurfgewicht so, dass die schön über dem Mindestwurfgewicht der Rute sind, das heißt, wir können die richtig schön weit rausbringen, selbst wenn man noch nicht Skillpunkte in der Stationärrolle drin hat, im Low-Level-Bereich, beziehungsweise die Route noch nicht geskillt hat, dass man weiter auswirft. Aber ihr seht, auch das liefert halt direkt. Diese Köder sind immer wieder gut. Also wenn man anfangs noch nicht so viele Köder hat, ja, dann einfach mit diesen Ködern testen. Und genau wie gerade schon gesagt, ein Spot, sagen wir, man hat 5 Köder, alle 5 Köder durchtesten, 2-3 Würfe mindestens. Wenn dann alle 5 Köder an der Stelle nicht gehen, ja, weiterlaufen. Weiterlaufen, das Gewässer ist ja nicht wirklich groß, ich habe das letztens schon gesagt, das sind ja hier irgendwie 50 Meter Kies, 50 Meter Kieshaufen im Fluss, da schafft man das mal eben hier in einer Stunde 6-7 verschiedene Spots abzutesten, abzuklappern, zack, 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 werfen, wenn halt nichts geht, dann weiterlaufen. Das macht halt das Spinning aus, wenn man erfolgreich sein will und was rausziehen will, testet man eben, wie gesagt, nicht nur mit verschiedenen Führungsmethoden, sondern eben auch, ja, man ist einfach agil, man testet, wo sind die Fische und dass man dann halt ratzfatz eben auch noch zu einem Ergebnis kommt. So, zweiter Wurf hat nichts geliefert, das ist schon mal schlecht. Man könnte schon jetzt direkt ändern auf den Bell, vielleicht mit den Punkten. Vielleicht liefert der mehr. Der hat jetzt halt diese kleinen Pünktchen, also Gold plus diese Pünktchen. Vielleicht liefert der jetzt eher. Und dann auch hier nochmal ein bisschen mit den Geschwindigkeiten variieren. Ich mache es immer wieder gerne, dass ich das so mache, dass da unten diese Actionbar anfängt zu flackern. Das ist nicht zwingend notwendig. Ich habe da bloß immer ganz, ja, das ist, ich stelle es immer gerne so ein. Man fängt auch ohne dieses Flackern. Also die drehen sich auch so. Ich weiß bloß nicht, ob das vielleicht einfach noch ein Bonus-Lock-Effekt ist oder. Zack, da ballert er rein. Es fühlt sich irgendwie immer ganz gut und richtig an. Und es gibt meistens bei den verschiedensten Ködern so, ich sag mal, so 2 bis 3 Stellen in dem Geschwindigkeitsrad. Also 2, 3 Einstellungen, Geschwindigkeiten, wo man sagt, okay, da flackert der Köder. Ne? Also jetzt in dem Fall hier auf der 27 geht er gerade. Vielleicht hier sehr langsam nochmal. Na, das ist schon vielleicht zu langsam. Da ist er, glaube ich, gerade schon fast runtergefallen, der Köder. Und dann gucken wir nochmal im schnelleren Bereich. Hier oben 48, 47, 48 auch nochmal. Ist natürlich auch mehr abhängig von der Strömung. Gegen die Strömung ist natürlich eine andere Geschwindigkeit als mit der Strömung jetzt.
Und dann auch abhängig davon, also ich mache es gerne so, dass ich bei niedrigen Temperaturen eher schnell unterwegs bin und bei langsamen Temperaturen, hohen Temperaturen dann langsam unterwegs bin, wenn die Fische vielleicht eher ein bisschen träge sind. Ja, das ist halt so the way to go für mich, um halt die Spots zu testen. Letzten Endes, wenn man einen Köder gefunden hat, der schon mal geliefert hat, am besten auch mal ein bisschen durchziehen. 5-6 Mal werfen, das muss schon, da muss schon was gehen. So, ich gehe jetzt gleich noch mal ein bisschen weiter. Das heißt, hier haben wir jetzt gerade im Norden sozusagen ja angefangen. Und dann geht es gleich noch mal genau in die andere Richtung oder auch einfach in die Mitte. Also verschiedene Stellen. Ich klappe jetzt einfach mal eben diese Stellen ab, die ich grundsätzlich ablaufe. Das sind für mich so die Standard in Anführungszeichen Spots. Ich zähle einfach auch mal mit. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Also hier auf jeden Fall. Und dann werfen halt hier in Richtung des Steins mit der Strömung schön durchziehen. Dann gibt es auch direkt hier natürlich diese Stelle, dass man dann links daneben und rechts daneben wirft. Dann gibt es aber auch nochmal hier die Stelle für links und rechts daneben. Also, ne, also unterschiedlich zwar, man wirft zwar in die gleiche Richtung, aber der Bereich dazwischen, man kreuzt natürlich durch andere Spot-Bereiche, Areas, in denen eben Fische auch dann wieder spawnen können. Hier in dem Bereich bin ich eigentlich eher nicht, aber dann hier, genau, hier auch immer abfächern, also auch hier verschiedene Bereiche an dem großen Schilf hier und dann hier an dem Stein im Wasser, auch das ist wieder so eine Stelle, kann man sich immer gut merken, auch hier abfächern, das Ganze dann auch nochmal hier, zack, ich habe gar nicht mehr mitgezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind es jetzt schon. 6 Stellen. Also wie gesagt, das Ganze ist hier eigentlich ein Spot. Das Ganze hier übergehe ich in der Regel. Kann man natürlich sich auch hinstellen. Dann bin ich in der Regel hier. Teste auch hier. Ähnlich wie auf der anderen Seite. Dann natürlich hier zwischen den Büschen, dass man direkt vor dem Stein steht. Hier immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht bis zum Ende durchzieht, weil es hier gerne zu Hängern kommt. Links und rechts. Und dann eine Stelle, die für mich immer noch wichtig ist, speziell auch, wenn ich ein bisschen verzweifelt bin und die Bachforelle suche, dann versuche ich es gerne hier mal so in diesem Bereich, so nach oben geworfen und versuche dann da nochmal ein bisschen durchzuziehen, in der Hoffnung, dass dann hier Bachforellen reinballern. Ist immer mal wieder mit dabei bei diesen Bachforellen-Spots. Also das ist immer mal wieder so eine Stelle, wo ich sage, yo, Bachforelle liefert, läuft hier. An manchen Tagen hast du dann auf den klassischen goldfarbenen, goldgelbenen Ködern für die Bachforellen, hast auf einmal die Barsche dann da drauf. Kann natürlich auch passieren oder so wie jetzt. Vielleicht geht auch gar nichts rein. Aber so in diesem Bereich, dass man dann da hinten so hinwirft, da wo diese etwas dunkleren Büschel sind oder hier so in diesem Bereich zur Birke rüber. Das lübt in der Regel auch ganz gut. Was haben wir denn jetzt hier? Nochmal einen Döbel. Dann ändere ich nochmal. Ganz großer Klassiker ist natürlich auch der Aquila. Aquila mit 4 Gramm. Der grüne ballert immer regelmäßig rein. Lila ist immer wieder ganz gut mit dabei. Ich nehme auch mal hier jetzt den goldenen. Daher kommen auch ganz viele Traditionsfarben sozusagen. Also es gibt halt bei diesen Aquilern immer wieder so ein paar. Ne, das mit dem pinken läuft ganz gut. Zack, das grünliche, das. Oh, ist wieder abgeflutscht. Das grünliche, das. Zack, und die nächste. Das Grünliche, das Goldene, das Gelbe. Also es klappt halt immer wieder ganz gut damit auch. So, ich brauche noch eine Barfo mit 500 Gramm. Da haben wir aber, glaube ich, wieder einen Döbel. Esche habe ich schon. Werfen wir mal so geradeaus gegenüber. Esche habe ich schon. Heißt also eine Barfo noch mit 500. Und dann heißt es schon Kaffeeaufträge abgeben. Das wäre natürlich schön, wenn wir dann beim Wettangeln auch nochmal die Kaffeeaufträge mit dabei haben. Das wäre natürlich super. Die letzten Male Wettangeln, da lagen wir so bei 3.000 bis 4.000 Silber Preisgeld. Also es ballert zurzeit mächtig rein. Wenn man nochmal ein bisschen Cash machen will, dann lohnt sich natürlich dann auch hier das Wettangeln. Wenn man natürlich weiß, wie.
Heißt also, wichtigster Fisch von der Strategie her, wichtigster Fisch fürs Wettangeln, die Bachforelle, weil am seltensten. Und wenn man da eine gefangen hat, die, ich sag mal so, mindestens im 1,5er, 2 Kilo Bereich ist, dann kann man sich da schon mal ein bisschen zurücklehnen. Dann hat man da wirklich schon mal einen Top-Fisch in der Tasche und dann geht es halt auf die anderen Kandidaten. Es ist also immer die Bachforelle, es ist der Döbel und es ist auch jedes Mal die Esche beim Belaya-Wettangeln am Freitag. Uhrzeit ist immer, ja, der Stream startet um 19 Uhr und danach, je nachdem wie dann das Wetter ist in den nächsten Stunden, dann entscheidet sich, wann wird das Belaya-Turnier gemacht. Wenn das Wetter halt von vornherein gerade zu dem Zeitpunkt hervorragend ist, dann geht es halt sofort um 19 Uhr los. Und wenn das Wetter vielleicht dann erst in 2 Stunden top ist, dann gibt es halt vorher noch andere Turniere. Ja, so sieht es aus. Grundsätzlich, ne, gönnt euch das Belaya-Setup. Ich verlinke auch gerne nochmal das Video dazu. Da gibt es auch noch weitere wichtige Infos zu dem Set. Und ansonsten rausziehen, gerne ein bisschen Cash machen hier. Es läuft immer wieder ganz gut. Guckt euch einfach auch die Preise an. Es ist richtig top, wenn man hier einfach so eine Stelle hat, wo es läuft. Guckt euch an mit von, ich sag mal, von 7 bis 10 Silber für die guten, maßigen Fische. Das ist halt keine Seltenheit. Für die paar Minuten jetzt hier schon 50 Silber zusammen. Beziehungsweise Kaffeeauftrag mit 55, den schließen wir schon mal ab. Und hier die 70 Silber, die mache ich jetzt gleich auch noch. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen. Wenn das Ganze gefallen hat, Kanal abonnieren. Das gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.